Das hier ist kein Promo-Move, das hier ist traurig, das ist sehr traurig. Ich bin nicht mehr bei IGJ. Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zu einer neuen Folge von Trigger, denn ja, es ist schon wieder passiert. Jemand hat mich getriggert. Dieses Mal Kapital. Bra. Deutschrap hat ja momentan den krassesten Hype ever, was man zum Beispiel an den YouTube-Trends sieht. Dort sind nur noch Rapper drin und Asi-TV-Sendungen. Passt ja irgendwie zusammen. Hast du ein Problem? Geh weiter. Und ganz ehrlich, ich hab hier schon eine Entertainment-Maschine. Alle 5 Minuten droppt er einen neuen Song, fängt Beef mit jemandem an oder verlässt sein Label. Ah, und da sind wir ja schon wieder beim Punkt, der mich getriggert hat. Kapital Bra verlässt EGJ nach nur 7 Monaten. Und warum? Weil Bushido Dinge mit der Polizei macht. Nee, nee, nee. Das geht doch nicht. Aber ganz ehrlich, ich muss euch das ja nicht erklären. Kapital Bra hat dazu ja ein Video gemacht und ich weiß, das habt ihr schon 10 Millionen Mal gesehen, aber wir schauen uns das jetzt nochmal an. Das hier ist kein Promo-Move. Das hier ist traurig. Das ist sehr traurig. Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Label-Boss mit der Polizei arbeitet. Intensiv mit der Polizei arbeitet. So. Er hat Polizeischutz bekommen. Okay, konnte man irgendwo noch verstehen. Meine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an. Die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für sowas. Es ist traurig, was dieser Mann dem Team hier angetan hat. Dem ganzen Team. Aschaf, der ihm geholfen hat. Der ihm nächtelang mit ihm war. Seine Probleme angehört hat. Ihm geholfen hat. Ihn aus der Scheiße gezogen hat. Wasil, der immer neben ihm stand. Samra, der ihm seine Texte geschrieben hat. Und mich, Digga. Ich habe mich für alles eingesetzt, Digga. Und die Leute haben gesagt, mach das nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Weil ich dachte, wir sind dein Team. Aber wir sind kein Team. Deine Polizei ist jetzt dein Team. Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ich mag die Musik von Kapital. Aber wir wissen alle, der Junge ist manchmal ziemlich impulsiv. Das bedeutet, es gibt Momente, da macht er Dinge einfach aus dem Bauch heraus, ohne auch nur ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das macht ihn einfach aus und macht seine Kunst so besonders. Schlau ist es aber trotzdem nicht unbedingt immer. Ist ja aber egal, könnte man sagen, denn Fehler gehören im Leben ja auch einfach dazu. Und es stimmt, gar keine Frage. Aber wenn du Künstler bist und Multimillionen Umsätze machst, dann gehört auch ein bisschen Professionalität dazu. Und das heißt auch, dass du dein Label nicht wechseln kannst wie deine Unterhose. Alle 7 Monate. Das Ding ist ja, keiner von uns weiß genau, was da jetzt vorgefallen ist mit EGJ. Wir wissen, okay, es geht um die Polizei, wahrscheinlich um die ganze Abu-Chaka-Sache. Und Bushido redet jetzt einfach sehr viel und sorgt dafür, dass Leute in den Knast kommen. Wisst ihr, an wen mich das erinnert? An Jordan Belfort, den Wolf auf Wall Street. Der hat fast genau das gleiche gemacht. Als er aufs Maul geflogen ist, hat er einfach angefangen, alle zu verpfeifen, damit er nicht 20 Jahre in den Knast kommt. Okay, in wie sehr man das jetzt mit Bushido vergleichen kann, was weiß ich denn. Aber was man tatsächlich nicht vergessen darf, ist, zum einen geht es da tatsächlich um den Schutz seiner Familie. Und nur weil Arafat momentan in Untersuchungshaft ist, heißt das nicht, dass seine Familie unbedingt sicher ist. Außerdem ist Bushido nun schon 40. Das ist ein alter Sack. Also er geht auf jeden Fall steil darauf zu, ein alter Sack zu werden. Und irgendwann muss man denn auch mal, oder sollte man das Gangster-Image schon ein bisschen weiter runterschrauben. Er kann ja immer noch ein krasser Typ sein. Aber ich glaube, wenn man 40 ist, dann will man irgendwo auch ein bisschen ein gesetteteres Leben haben. Bei Kapital ist es gerade natürlich ein bisschen anders. Der ist junge 24, ist gerade einer der absolut angesagtesten Deutschrapper, verdient einen Haufen Geld, nimmt einen Haufen Drogen und lebt gerade den Dream, den Rockstar-Dream. Dass der gerade einfach komplett anders drauf ist als ein Bushido, ist halt auch verständlich. Das Ding bei Kapital Bra ist aber einfach, der Typ ist einfach Künstler durch und durch, was geil ist, weil das seine Musik so gut macht, seine Kunst so gut macht. Aber innen drin ist er ein ganz kleines Kind, der Hilfe braucht von Leuten, die die Geschäfte machen. Ganz ehrlich, wenn der jetzt allein ein Label aufmachen würde, ich glaube, das würde übelst schief laufen. Der braucht einfach Leute, die ganzen administrativen Dinge machen. Oh. Und Freunde, da gehört eine Menge zu. Und genau dafür war die letzten Monate eben Bushido so wichtig. Der ist schon gesetteter, der ist im Leben angekommen, der weiß, was Sache ist, der hat schon fast alles mitgemacht und dann hat er sich so einen Jungspund angelacht, der immer abgeht und voll drauf ist und krass ist. Ist schon voll süß, aber. Voll süß, aber. Ja, nicht so einfach, denn der Dude hat einfach seinen eigenen Kopf. Das Ding ist halt, du unterschreibst doch einen Vertrag und eigentlich weißt du doch, auf was du dich da einlässt. Bushido kennt man seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Und dass Bushido nicht nur Stress mit der Polizei hatte, sondern auch die Polizei für sich genutzt hat, wenn es denn nötig war, das kennt man doch eigentlich schon aus der Vergangenheit. Für Kapital Bra scheint das nun aber das größte Problem auf der Welt zu sein. Das geht nicht klar. Okay, ein anderes Ding ist, wenn du einen Vertrag unterschreibst, dann machst du das ja in der Regel für mehrere Jahre oder für mehrere Alben. Du unterschreibst nun also einen Vertrag, hast eine Bindung und du kannst nicht eben mal sagen, yo, ich hau jetzt ein Video raus, ey, ich finde mein Label gerade voll kacke, ich bin jetzt weg. Das funktioniert so nicht. Was ich gehört habe, ist, dass Kapital Bra jetzt schon bei Universal untergekommen ist. Was man dabei aber auch nicht vergessen darf, ist, Universal ist eben auch die Plattenfirma, die den Vertrieb für Erst guter Junge übernimmt. Wie das also genau ablaufen soll, keine Ahnung. Was ihr bestimmt auch schon mitbekommen und gehört habt, ist der neue Song auf dem YouTube-Kanal Joker Bra
von Capital Bra und Samra, der ja auch bei EGJ gesigned ist. Der Track nennt sich Fick 31er und ist gerappt auf dem Bushido-Beat von Nie Wieder. Und auch wenn Bushido hier nicht namentlich erwähnt wird, man kann schon stark davon ausgehen, dass es eine Anspielung genau darauf ist. Heute mach ich Parabra, wir alle bauen Benatira. Gestern Golf 3 ohne Navi, ohne Klima. Yeah. Uber fahren, ha, nie wieder. Nur noch RS6 und 6 Liter Benzin. Der Fahnder nimmt mich hoch, hab die Wumme auf dem Schoß. Ich geh 2 Jahre rein und setz alles auf Rot. Genau das ist jetzt auch die große Frage, ja? Was ist mit Samra? Steigt der jetzt auch aus bei EGJ? Was ist da los? Wenn das so sein sollte, dann ist Bushido ein bisschen gefickt. Ein bisschen sehr, Alter. Ach, okay, ich wurde genug getriggert. Wie sieht's mit euch aus? Zeigt's mit einem Daumen nach oben oder einem Daumen nach unten. Smash den Abo-Button, teilt das Video und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt gibt's noch ein Küsschen aufs Nüsschen für euch. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.